Ja, also Josef Beuys ist einer der bekanntesten Künstler aus Deutschland, also vor allen Dingen der Nachkriegszeit. Er hat angefangen mit seinem Schaffen in den 40er Jahren und ist gestorben 86. Und also große Bekanntheit hat er erlangt durch die Verwendung von Fett und Filz als seinen Hauptmaterialien. Aber was wir in der Ausstellung von der Sprache aus zeigen, ist, dass auch die Sprache und das Sprechen ein ganz wichtiger Bestandteil von seiner künstlerischen Arbeit ist. Also Sprache in dem Verständnis von Josef Beuys ist wie ein plastisches Element. Also wie im Prinzip wie Lehm als Werkstoff oder Ton oder so. Also, und er hat es, also zum Beispiel die Lautbildung, also wenn Sie ein Wort aussprechen und es so in den Raum hinaus sich stülpt, also es war wirklich bei ihm so im Gedanken drin, dann ist das wie das Formen einer Skulptur. Beuys Verständnis von Sprache ist ein sehr körperlich plastisches. Es ist weniger ein intellektuelles, würde ich sagen, und auch nicht unbedingt ein analytisches, auch wenn er sich intensiv mit der Bedeutung von Begriffen auseinandergesetzt hat. Aber dennoch ist es ein sehr bildnerisch-künstlerisches Verständnis von Sprache. Dieses Sprachthema so an die Grundlagen von Beuys Verständnis von Kunst, also auch seinem Anliegen durch Kunst die Gesellschaft zu verändern ist, dass es wirklich auch für Leute, glaube ich, wirklich gut geeignet ist, diese Ausstellung, die sich noch nicht so gut auskennen. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr guter Einstieg.